Hallo und willkommen beim Sage Nachfolgeplaner. In Folge 2 unserer Schwerpunktreihe geht es dieses Mal um das Thema Quereinsteiger und wir fangen mit Dina Reit an, die Kunstgeschichte studiert hat. Ich war wirklich in der Schulzeit total überzeugt davon, dass mein Weg auf gar keinen Fall in der Firma liegt. Ja, also mein Vater hat so ein, zwei Mal gefragt, nicht mit besonders viel Druck dahinter, aber ich direkt gesagt, nee, Papa, also das kannst du ja abschminken. Ich gehe auf gar keinen Fall in die Firma. Ja, so, ja, okay, ich werde irgendwie mir was anderes überlegen. Und habe dann aber nach dem Abi trotzdem Wirtschaft studiert, das Gleiche wie mein Vater. Aber dann hat es mich doch irgendwie zur Kunstgeschichte gezogen. Das war schon immer so ein bisschen so eine Herzensangelegenheit. Habe dann das Doppelstudium gemacht mit Kunstgeschichte und Philosophie. Und dann habe ich gedacht, ich werde jetzt Kuratorin. Ich gehe ins Museum. Das ist mein Weg. Ich brenne dafür. Ich bin da drin gut. Das kann ich. So. Und dann war ich im Museum. Und das war überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also da war alles ganz anders als in meiner Vorstellung. Von dem, mit wem ich da gearbeitet habe, inwieweit ich mit Kunst in Kontakt gekommen bin, wie die Arbeitsverhältnisse im Museum waren. Also da waren so viele Dinge, die mir erstmal die anders waren und zweitens, die mir auch überhaupt nicht gefallen haben. Und dann habe ich begonnen, ein bisschen umzudenken. Also ich habe nämlich gemerkt, dass das Thema, an dem ich arbeite, nicht das Allerwichtigste ist. Für mich ist das Allerwichtigste, wie ich arbeiten möchte, also in was für einem Umfeld ich sein möchte. Und da kam ziemlich schnell für mich auf einmal raus, oh, ich möchte in die Selbstständigkeit. Ich habe in der Familie ziemlich viele Vorbilder, nicht nur mein Vater, die selbstständig sind. Und das kam daher relativ natürlich. Und dann war natürlich die Entscheidung hin zu der Firma, die schon existiert, wo ich sehr leicht einsteigen kann und was ein Riesengeschenk ist, ja, das lag da nah. Mhm. Und ich habe ja, muss man auch sagen, schon in der Schulzeit und auch während des gesamten Studiums immer für die Firma gearbeitet. Das heißt, ich kannte die jetzt auch, ich kannte das Produkt, ich wusste, auf welche Kunden lasse ich mich ein, auf welche Mitarbeiter und so weiter. Also ich würde schon sagen, dass ich da jetzt nicht vollkommen blind reingegangen bin. Ich habe da eine gute Entscheidungsgrundlage gehabt. Trotzdem hinterher, wenn man drin ist, ist alles anders. Aber ich hatte mich dann nach dem Museum dafür entschieden. Ich mache jetzt doch im Master mein Management und dann gehe ich in die Firma. Im Sommerurlaub habe ich meinem Vater das dann erzählt. Das war wirklich ein malerischer Atlantikurlaub. Wir waren in Frankreich. Mein Vater und ich machen einen Spaziergang zusammen am Atlantik abends. Also wirklich untergehende Sonne. Alles war dabei. Und dann erzähle ich ihm das so. Und er so, okay, ja, alles klar, ja, findet er gut. Aber ich glaube, so richtig ernst genommen hat er das in dem Augenblick nicht. Weil er mich später noch ein paar Mal dann gefragt hat, ob ich das jetzt wirklich machen will. Und also, machst du das jetzt? Ah, okay, na, du machst das jetzt. Das ist ja cool. Ja. aber für mich war die Entscheidung eben getroffen, das ist jetzt der Weg. Und so kam bei mir irgendwie die 180-Grad-Wendung von der Kuratorin zur Maschinenbaulerin. Ah, cool. Katharina Koch erzählt im Folgenden über ihren Weg von der Politikwissenschaft zur Familienschlachterei. Ja, also wir waren eigentlich schon immer irgendwie ein politischer Haushalt, eine politische Familie. Ist ja vielleicht auch klar, als Unternehmer ist man ja auch sehr stark betroffen von all den Dingen, die politisch entschieden werden und was sich gesellschaftlich so verändert und entwickelt. Und deshalb haben wir das immer viel diskutiert zu Hause und fand ich immer spannend. Und ich konnte ja, da meine Brüder ja für die Nachfolge vorgesehen waren, meine Ausbildung relativ frei wählen und habe mich dann für Politikwissenschaft entschieden. Und hätte mir dann immer mal so vorstellen können, für eine internationale politische Organisation zu arbeiten. Der diplomatische Dienst hätte mich vielleicht gereizt oder so, ja. Spannend. Und jetzt ist natürlich die Frage, was hast du da mitgenommen? Also was ist das, was du da gelernt hast, was vielleicht sogar heute dir hilft? Ist da was dabei aus den alten Studiengängen?
Ja, sehr vieles. Also erstmal, was man für sich persönlicher als Mensch mitnimmt. Also das möchte ich nicht missen. Also ich würde es tatsächlich immer wieder so machen, auch wenn ich es vorher gewusst hätte, dass ich ins Familienunternehmen gehe. Und ich sage auch immer gern, Essen ist ja mittlerweile heutzutage sehr politisch und Fleisch noch mehr. Also ist schon ganz gut, wenn man auch sich so ein bisschen mit politischen Zusammenhängen und Argumentationen auskennt. Und die kann ich durchaus anwenden jetzt. Und natürlich auch alles, was so administrative Vorgänge betrifft, Bürokratie und so, die ja in Handwerksbetrieben auch nicht weniger wird. Und jetzt ganz kurz, wie kam es dazu? Du hast ja kurz angedeutet, die Brüder waren so erst so, so vielleicht traditionell so in der Nachfolge und dann kam es doch ganz anders. Hat dein Vater einfach angerufen, du warst mitten in New York und gefragt, hier, wie sieht's aus? Hast du Bock? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, so ähnlich. Also es hat sich natürlich ja über die Jahre schon ein bisschen so abgezeichnet. Meine Brüder waren immer so ein bisschen unentschlossen und es war immer viel hin und her zu Hause. Und ja, mein Vater hat dann irgendwann tatsächlich mal so, als wir telefoniert haben, da war ich, glaube ich, in Paris zu der Zeit, und da hat er gesagt, ja, wenn die beiden das nicht machen, könntest du dir das denn vorstellen? So, ne? Und ja, dann haben wir lange drüber gesprochen. Ich habe es mir auch lange und ausführlich überlegt und ja, bin dann zu dem Schluss gekommen, wieder nach Hause zu kommen. Spannend. Und was ging da so genau in deinem Kopf vor oder vielleicht in deinem Umfeld? Du hast ja wahrscheinlich auch Freunde, Bekannte gehabt und ihr habt das mal so irgendwie besprochen oder hast du das alles mit dir ausgemacht, so, also bei der Frage? Nein, also das bespricht man ja schon mit Freunden und dem Umfeld und also die allermeisten fanden es total cool. Also fanden sie super, dass ich dann das traditionsreiche Familienunternehmen fortführen möchte und das war eigentlich sehr, sehr positiv, die Resonanz. Also habe ich viel Unterstützung bekommen, muss ich sagen. Und die Brüder, warum haben die denn eigentlich Nein gesagt? Ist ja auch spannend, die Frage. Ne? Ja, also das ist erstens natürlich, denke ich, eine Typsache, also ob man Lust darauf hat, auf diese Verantwortung auch. Der eine hätte das gar nicht als Typ, als Person gewollt, so in der Führungsverantwortungsposition zu sein. Und der andere hätte das schon wahrscheinlich eher gekonnt, aber die wollten das beide nicht, weil sie auch weg hier aus der Provinz sozusagen wollten. Also die leben jetzt beide in Berlin und die wollten das Leben so auf dem Land auch nicht. Und ja, sie wollten, also meine Brüder sagen, jetzt fühlen sie sich sehr frei und finden es sehr angenehm, dass sie, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommen, halt Freizeit haben oder ne, wirklich alles hinter sich lassen können. Das kann man ja als Selbstständiger nicht so richtig. Unser Quereinsteiger Nummer 3 ist Maximilian Schlenk. Er hat Amazon den Rücken gekehrt, um ins Familienunternehmen einzusteigen. Ja, also der Zeitpunkt war sicherlich mit einigen Herausforderungen versehen. So Corona war die wirtschaftliche Stimmung am Tief, auch bei uns. Keiner wusste eigentlich, wie es weitergeht im Familienunternehmen. Zu dem Zeitpunkt war ich noch bei Amazon. Da waren die Aussichten sehr rosig im Grunde genommen. Ich stand vor meinem nächsten Karriereschritt und ja, wie du schon sagtest, so, ich hatte lange Zeit immer die Idee, irgendwann zurückzugehen, aber es hat mir dann irgendwann auch so gut gefallen in der Großstadt, in Berlin, bei Amazon, dass ich dann irgendwann so ein bisschen ins Grübeln kam. Okay, macht das wirklich Sinn und unter welchen Voraussetzungen macht das Sinn? Und ja, da muss man einfach sehen, so ein Familienunternehmen, das entwickelt sich ja über Generationen hinweg und aus einem Gründer wurden dann zwei Brüder, die es übernommen haben, daraus zwei Cousins, die es fortgesetzt haben und gemeinsam mit meinem Großcousin wäre ich dann die weitere Generation gewesen und über so einen langen Zeitraum ja, wächst so eine Familie auch irgendwo auseinander und ja, da war absehbar, dass so die unternehmerischen Erwartungen sich nicht eins zu eins decken und ja, in der Gesamtsituation, okay, Corona, große Herausforderung für das Unternehmen. Ich hatte gewissermaßen Zeitdruck, jetzt entweder meinen nächsten Karriereschritt zu gehen oder nicht. Und auf der anderen Seite dann auch mein Vater, der sagte, ja, okay, er hat eigentlich nur Spaß, wenn er es mit mir macht, weil ja, er schon in einer Position ist, dass er da nicht mehr arbeiten muss, sondern das im Wesentlichen auch Spaß macht.
ist dann die Entscheidung, ja, gemeinschaftlich kann man sagen, gefallen, dass die beste Entscheidung ist, dass ich das gemeinsam mit meinem Vater fortführe, das Familienunternehmen. Und so kam es dann, ja, dass ich Nägel mit Köpfen gemacht habe in der ganzen herausfordernden Zeit und mit meinem Großcousin eine Einigung erzielt habe, um eben diese Anteile an dem Unternehmen von ihm und seinem Vater gemeinsam zu übernehmen. Und ja, es waren außergewöhnliche Zeiten, aber ich sage auch so, außergewöhnliche Zeiten bringen immer außergewöhnliche Chancen mit sich. Und vor dem Hintergrund war es auch ein guter Zeitpunkt rückblickend.